Wenn man vom Kater spricht, kommt er. Mhm. Und da ist er. Komm leise, geh leise, damit die Katze dich nicht zerreißt. Du hast Wort gehalten. Wasif ist tot und alle, die davon hören, hören von mir. Mhm. Ich bedauere, dass wir Beshe nicht retten konnten. Er war sehr tapfer. Schon jetzt erzählt man sich in ganz Bagdad von ihm. Mit seinem Tod befreit er mehr als in seinem ganzen Leben. Freiheit hat ihren Preis. Die Frage ist nur, ob wir ihn auch zahlen. Beshe tat es mit Stolz. Ich habe viel zu tun. Ich würde euch Frieden wünschen, aber wir wissen, dass das nicht euer Schicksal ist. Oder meins. Ich fürchte, Ali hat recht. Nichts wird diesen Aufstand jetzt noch aufhalten. Vielleicht ist es besser so. Was er sagt. In der Garnison sahen wir Wasif mit Statthalter Muhammad ibn Tahir streiten. Muhammad? Merkwürdig. Ich werde ihn im Auge behalten. Wir sehen uns später. Ruhig, Basim. Ich bin da. Basim, mach langsam. Ich darf sie nicht warten lassen. Ist deinen Gefährten eigentlich bewusst, dass ihr Jäger im Schlaf selbst gejagt wird? Wenn er nur im Schlaf käme, könnte ich es ertragen. Aber er folgte mir, als ich aus El Anbar floh. Und nun kommt er auch, wenn ich meine Ziele töte. Die aus dem Palast. Mit den Masken. Vier tot durch meine Hand. Der letzte, der Kopf der Schlange, schließt sich ihnen bald an. Warum die Kehle durchschneiden, wenn du die Zunge lockern könntest? Was? Wieso sollte ich... Der Djinn schlug nur im Schlaf zu. Er war dir tagsüber nie auf den Fersen, bis du in jene Truhe gegriffen hast. Die Maskenträger schätzten ihren Inhalt sehr. Diesen antiken Gegenstand, der durch deine Berührung erwachte. Leben könnten sie Antworten geben. Ich jage meine Feinde. Ich breche nicht das Brot mit ihnen. Ich habe einen Eid geschworen. Wie kannst du jagen, wenn du gehetzt wirst? Wer ohne Last im Dunkel wandelt, kann dem Licht besser dienen. Ich halte meine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger, nicht vom Orden der Ältesten. Wenn du deine Feinde nicht fragen willst, was in der Truhe war, dann frag deine Freunde. Und warum sie danach suchten. Meine Mitstreiter erwarten mich im Bruderschaftshaus von Harbia. Mach deinen Kopf frei, Basim. Blicke nach vorne. Schlecht getroffen. Du hast auch mal eine Zelle dafür, dass du mir so auf den Sack gehst. Du kommst reichlich spät. Ich hab noch ein bisschen zu tun. Hast du auf mich gewartet? Ich warte auf keinen Mann. Du siehst müde aus. Ein kleines Abenteuer hilft mir schnell wieder auf die Beine. Gibt es Neuigkeiten? Mali findet, es sei an der Zeit, den Palast anzugreifen. Die Spitzel sind abgelenkt und das Volk gespalten. Inwiefern? Einige behaupten, der neue Kalif hätte den Thron von Abu Abdullah ibn el-Mutawakil gestohlen. Was weißt du über ihn? Wenig. Er war im Palast in der Nacht, als sein Vater... In der Nacht, als ich in diese Truhe griff. Meisterin, konnten wir inzwischen mehr über den Gegenstand darin erfahren? Warum fragst du? Es ist nicht gut, dass wir so wenig über etwas wissen, das dem Orden so wichtig ist. Sollten wir nicht danach streben, den Feind besser zu kennen, um ihn zu besiegen? Sei gegrüßt, Basim. Störe ich gerade? Nein. Wenden wir uns unserer Arbeit zu. Natürlich. Abu Abdullah. Rivka sagt, du hättest seine Mutter Kabiha getroffen? Ja. Sie könnte an der Spitze des Ordens stehen. Sie oder die Dichterin Arib. Oder Statthalter Muhammad. Alle drei hatten Verbindungen zum Feind. Muhammad ibn Tahir. Seine Vettern verwalten das Land, auf dem sich Alamut befindet. Ihr Schutz ist das Einzige, was unsere Feinde fernhält.
Ich schnitt dem Feind die Beine vom Leib, Meisterin. Lass mich zuschlagen, solange die Stümpfe noch bluten. Ich demaskiere ihn und finde heraus, was er will. Basim hat recht. Wir müssen schnell handeln. Gehe zur runden Stadt. Spähe alle drei aus, doch schreite nicht zur Tat. Erstatte mir auf dem Haus des Geheimsiegels Bericht. Ein hungriger Bauch hat keine Ohren. Wenn es um deinen Lebensunterhalt geht, sieh auf der Tafel nach. Fulad, mein Fundort von Fakten, mein Ausschank der Antworten. So. Womit kann ich dir helfen, Basim? Erzähl mir von Arib. Ihre Worte waren für Mitglieder des Ordens nahezu heilig. Eine begnadete Künstlerin und Dichterin. Arib erlangte dank ihrer Kunst die Freiheit. Tabit erzählte mir, sie hätte ein prunkvolles Heim in der runden Stadt. Weitere Fragen? Ja. Was weißt du über Kabiha? Sie hatte Verbindungen zur Schatzmeisterin. Kabiha wurde in die Sklaverei geboren und stieg zur Lieblingskonkubine El-Mutawakils auf. Ihr Sohn wurde jedoch nicht Kalif, womit ihre Zukunft unsicher ist. Weitere Fragen? Erzähle mir vom Statthalter. Ich sah, wie er Wasif At-Turki Befehle erteilte. Muhammad ist einer der Tahirian, mächtige Vizekönige der Kalifen in Persien. Er verwaltet ganz Bagdad von seinem Sitz am Gericht aus. Okay. Weitere Fragen? Was mit Wo der kann ich die Verdächtigen finden? Alle drei leben in der glorreichen runden Stadt, dem Machtzentrum des Abbasiden-Kalifats. Mhm. Weitere Fragen? Nee. Ich das danke dir, Fulad. Du mich nicht von meinen Gästen fernhalten. Das ist mein Haus. Bezahlt mit meiner Großzügigkeit. Bezahlt mit meiner Genialität. Schönen guten Tag. Wieder Basti. Wenn es um Andenken, Gefallen und persönliche Widmungen geht, findest du Saida Arib nach ihrem Vortrag im Garten. Guten Tag. Du musst ihr Gönner sein. Es ist mir eine Ehre, Saidi. Mit Verlaub. Ich ersuche ein Treffen unter vier Augen mit der Dichterin. Ist das so? Ihre Sprache macht mich sprachlos. Symmetrie von See und Himmel, so bewegend. Ich wünsche nur, ihr meine ehrliche Bewunderung auszudrücken. Schöne Worte. Fast so schön wie die ihren. Und genauso falsch. Wir beide kennen die Maske, die sie trägt. Nicht wahr? Maske, Saidi? Genug mit dem Saidi. Ich weiß, was du bist, warum du hier bist. Glaubst du, ich hätte dich nicht in den Schatten herumschleichen sehen? Sie ist nicht länger Teil eurer Ränke, eurer geheimen Treffen, eurer albernen Spitznamen. Ich habe sie davon befreit, denn ich lasse ihre Tür bewachen. Meine Männer verfolgen ihre Vorträge. Jeden Brief, den ihr ihr schicktet, ließ ich zerreißen und zurücksenden. Zurücksenden? Du findest einen Stapel in der Postverwaltung. Verbrennt sie. Vergrabt sie. Tut, was ihr wollt. Meinetwegen könnt ihr daran ersticken. Sus. Nimm der Dichter. Alberne Spitznamen, geheime Treffen. Der Gönner könnte mich für ein Mitglied des Ordens der Ältesten gehalten haben. Die Briefstapel in der Postverwaltung könnten mehr verraten. Mal sehen, welche Maske du trägst, Dichterin. Zur Postverwaltung. Ich werde tun, was die Spitze machen. Mich durch die Post Fremder wühlen und Verschwörungen erschnüffeln. Was? Das dauert nicht lange. Ich kann das schaffen. Mann, nee, doch nicht. Was? Ich will hier nur meine Waffe. Geht mir auch doch nicht. Lauf mal vor. Thank you.
So. Dann lass mich jetzt hier muss es Briefe aus jedem Winkel des Kalifats geben. Dann suche ich mal Aribs. Lass dein sündhaftes Lied verstummen, sonst tue ich es für dich. Sehr freundlich. Der Nächste. Liebster Rieb, deine Dichtung hat mich tiefst berührt. Du bist meine Oase, fruchtbar und üppig, deine Worte im Weiß und mehr geschwunden See. Besagt mir, dass du liebste Arib, deine Dichtung hat mich tief berührt. Du bist meine Oase, fruchtbar und ekelhaft. Nachdem der Honig von ihren Lippen getropft ist, verlässt Athalab den Garten und folgt der Maus. Geheime Ordensnachrichten? Schlechte Dichtkunst? Beides? Arib könnte Athalab sein. Der Gönner sprach von einem Vortrag im Garten. Ich könnte Arib diesen Brief geben und schauen, wohin die Füchsin mich führt. Tobe wie das Meer. Ich versüße dein Stürmen. Brenne dir die Wüste. Ich bade in der Glut. Beißt zu wie die Kobra. Seiest du Meer, Wüste, Kobra, Taube. In jeder Gestalt umarme ich dich. Hallo, kennen wir uns? Komm, sei nicht schüchtern. Ich beiße selten und hinterlasse keine Narben. In der Öffentlichkeit scheint es nichts Privates zu geben. Wie bist du an diesen Brief gelangt? Wer hat dich dazu angestiftet? Ich arbeite im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Ich traf auf die Männer, die dem Licht dienen. Es scheint, sein Glanz macht viele von ihnen blind. Sind deine Meister derart geblendet und tölpelhaft? Du wurdest gewarnt, du Sohn einer Hündin. Komm, Arib. Wir wollen nicht für Gerede sorgen. Du bist es, der nicht aufhört zu reden, selbst wenn ich dich um Stille anflehe. Du verschmähst den Rat desjenigen, der dich erhob und ohne den du noch immer ein Nichts wärst. Ich erhob mich selbst. Ich verfasste mich selbst. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Du bist aus meinen Seiten verbannt. Hinfort! Wie kann ich dich Wölfen wie ihm überlassen? Du bist eine Frau, allein, unbewaffnet. Worte sind mir Waffen genug. Dann sehen wir mal, welchen Schutz sie dir bieten. Packt sie! Die Saida wird woanders erwartet. Und du hältst sie auf. Anscheinend können Worte Schilde herbeirufen. Bringen wir das schnell hinter uns. Ja, das bin ich sehr schnell. Arib ist zu ihrem Geheimtreffen gegangen. Jetzt aber schnell. Der Brief befahl Athalab, den Garten zu verlassen und der Maus zu folgen. Vielleicht ist sie mir doch noch nicht entwischt. Der Gesetzesbrecher! Wachen! Wachen! Hier ist er! Ruf die Stadtwache! Der Gesuchte ist hier! Er ist hier! Ja, ich guck gleich nach diesen Mäusebildern und was ich da mir gucken muss. Wie weit wird der Fuchs fliehen? Das war eins.
الحاجة ومن تحدي صاحب الشرطة. Wieder eine gemalte Maus. Da. Ja, so. Noch ein Brotkrumen an der Wand. Diese Jagd wird langsam ermüdend. Der Esel stammt doch von uns. Du solltest ihn vor das Mausoleumgericht schleifen. Aber er denkt nur an meinen Ruf, Sarah. Um den Erfolg zu wahren, muss ich umgänglich sein. Diskret. Er fürchtet, ich sei zu stolz. Du? Niemals. Ich schreibe, dass die Liebe wild und frei ist. Unberührt von Gesetz und Gebot. Sollte ich mich darin nicht auch üben? Übung macht den Meister. Aber auch Feinde. Dann sei es so. Aber lass mich sie wählen. Höflinge, Kalifen, Gönner, Partner. So viele Männer haben versucht, meine Feinde zu bestimmen. Und meine Freunde. Auch wenn Allah weiß, dass ich einmal schlecht wählte. Er verstellte sich gut. Und Dichter brauchen Gönner. Selbst so große wie Athalab. Nun, ich habe mich entschieden. Gut, es stehen schwere Zeiten bevor. Sorge dich nicht. 6 Kalifen habe ich überlebt. Ich überlebe... 6 weitere. Keine Angst, Zara. Ich küsse die Ringe, die ich küssen muss, aber ich lasse mich nicht wieder fesseln. Von niemandem. Ich glaube, sie ist es nicht. Geheimtreffen, Decknamen, doch keine Spur des Ordens. Aber sie hat eine ganze Reihe an Gönnern. Vielleicht steht nicht Arib selbst an der Spitze des Ordens, sondern ein Bewunderer.